Damit der Stich passt, ist viel Konzentration gefragt. Denn beim Sticken machen ein paar Millimeter hin oder her einen großen Unterschied aus. Das weiß auch Heidi Baumgartner. Schon seit rund 40 Jahren ist ihre Leidenschaft die Arbeit mit Nadel und Garn. Also ich habe mit 12 Jahren gewusst, dass ich sticken will. Und ich bin eigentlich dazu gekommen, da ist eine alte Frau bei uns vom Dorf zu mir gekommen und hat gefragt, ob ich von ihr das Edelweiß-Hosenträger sticken lernen möchte. Weil sie hat es von meiner Oma gelernt. Ich habe meine Oma nur mal kennengelernt, meine Großmutter. Aber sie hat es damals als junge Fehl einfach von ihr gelernt und ist dann auf mich wieder zugekommen, da war ich 12. Und hat gefragt, ob ich das nochmal lernen möchte, damit es wieder in die Familie zurückgeht. Heute gibt die Handstickmeisterin Kurse im Heimathaus in Sonthofen. Ihre Gruppe lernt das traditionelle Edelweißsticken für Hosenträger. Für eine Lederhose braucht es 15 solche Edelweiß. Etwa 30 Arbeitsstunden stecken da drin. Damit alle Blumen am Ende gleich aussehen, verwenden sie Schablonen. Ein prüfender Blick, ein kleiner Tipp von der gelernten Stickmeisterin. So gelingen auch schon die ersten Edelweiß. Ich war in niederbayerischen Kloster und habe da in der Fahnen- und Paramentewerkstatt gelernt, den Beruf. Also als Handstickermeisterin, ganz normale Ausbildung. 3 Lehrjahre, Gesellenprüfung, Gesellenzeit, Meisterprüfung. Ganz normale Ausbildung wie Schreiner, Meisterfrau. Monogrammstickerei, Nadelmalerei, Wiener Kreuzstich. Wenn Heidi Baumgartner ihre Stickkunst zeigt, kommen die Kursteilnehmer ins Staunen. Die Oberstdorferin beherrscht alle Techniken. Nach 40 Jahren Sticken ist für sie die größte Herausforderung nicht das Motiv, sondern das Material. Zumindest wenn es um Goldstickerei geht. Weil wenn Sie mit einem echten Gold arbeiten, mit echter Goldgarne, dann müssen Sie einfach sticken können. Weil sonst, wenn Sie es nicht wirklich beherrschen und dann mit einem echten Goldfaden arbeitet, der erstens mal immens teuer ist, also man sollte es dann schon können. Und wenn Sie es nicht beherrschen, machen Sie zum einen den Stoff kaputt beim Arbeiten und auch den Goldfaden selber. An sich gilt, auf die Technik kommt es an. Dann kann man fast alles besticken. Ja, also das alles, was Faden hat, kann man besticken. Ob das jetzt eine reine Seide ist oder Gold oder ob das jetzt eine Wolle ist, ein dickes Garn, Leinengarn benutze ich auch für moderne Stickereien. Das kommt ganz darauf an, was man das dann eigentlich einsetzt. Egal mit welchem Faden, Sticken bedeutet vor allem Ruhe und Muße. Und dabei ist das Handwerk für die Stickmeisterin mehr als eine verstaubte Tradition. Ist auf alle Fälle mehr. Das geht immer von bis. Es kommt immer darauf an, wie man es eigentlich umsetzt. Man hat ja heute ganz andere Möglichkeiten von Stoffe, von Farbe. Und man kann es ja ganz kreativ umsetzen. Bloß wenn man muss erst die Grundkenntnisse erst einmal beherrschen, bevor man dann in den Bereich kommt. Und da muss man sich darauf einlassen. Und auch spielen, ein bisschen experimentieren. Und das geht auch mit den Edelweiß. So können sich die Damen, wenn die Hosenträger bestickt sind, auch als Anfänger an neue Projekte wagen. Vielleicht an eine passende Trachtentasche.